Okay, Leute. So viel los hier. Wie gesagt, ich. Ich schlaf schon. Da kommt ein Hund. Nee, da greift mich ein Hund an. Wo bist du? Ja, sicher. Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum Let's Play The Escapist 2. Heute mit mir am Start der gute Harry von Harry's Let's Play. Das ist eine Kooperation mit Universal Studios, die wir heute hier an den Tag gebracht haben. Und ja, ich glaube aus diesem Projekt, das kann was ganz Großes werden. Harry, willst du vielleicht auch noch irgendwas sagen? Ja, herzlich willkommen zu diesem Let's Play mit dem Mr. Nier. Jawohl. Top. Abonnenten, den Top-YouTubern unter den Let's Playern hier. Ja. Okay. Würde ich sagen, haben wir uns fertig eingeschleimt gegenseitig. Und Harry, du bist auch im Menü gerade drinne? Genau. Okay, dann würde ich gerade mal anfangen mit der Charaktererstellung. Gehen wir doch mal da rein. Und wo findest du das? Meine Charaktere? Genau, meine Charaktere. Gehen wir da rein. Okay. Schauen wir doch mal, was wir hier finden. Also hier haben wir so ein paar vorgefertigte. Ich habe schon mal einen erstellt, aber scheiß auf den. Ich werde nochmal einen neuen erstellen. Nur mal so ein bisschen zu gucken, wie es ist. Gespielt habe ich das Spiel noch gar nicht. Wir sind komplett unerfahren in dem Game, ich und der Harry. Und ich würde vorschlagen. Genau, ich bin es komplett blind. Genau. Wie ihr seht, habe ich sogar auf Deutsch gestellt, damit ich mich hier zurechtfinde. Ja, also ich spiele ja auf Arabisch, aber das ist ja was anderes. Gut, also ich werde mal jetzt einfach hier irgendeinen nehmen, weil ich glaube, Hautfarbe und so kannst du sowieso im Nachhinein nochmal erstellen. Es spielt überhaupt keine Rolle, auf wen du hier klickst. Okay, dann nehme ich mal den Jordan. Jetzt kannst du die Kopfform erstmal meinen Namen richtig eingeben hier. Neil machen wir natürlich. Hautfarbe. Dann mache ich hell. Was nehmen wir denn für Haare? Ach, scheiße, mein Name ist zu lang. Dann nimmst du einfach Harry, muss ja nicht gerade Harry Let's Play reinschreiben. Oder okay, ist schon. Okay. Schreibst du ganz Harry Let's Play rein. Okay, was nennen wir denn für Haare? So einen coolen. So ein Irokese. Du kannst ja gleich so einen Prison Break Charakter erstellen. Ja, irgendwie sieht der sowieso aus so ein bisschen wie der von. Ja, obwohl. Kennst du Breaking Bad? Hast du das schon gesehen? Nein. Nee, das hast du nicht gesehen, okay. Ich könnte wie den von Breaking Bad machen, aber das ist scheißegal. Ich mach mir eine Klatze, so eine typische Häftlingsfrisur. Ich gebe dir noch so einen Vollbart, einen grauen. Ey, du kannst ihm sogar einen Hut anziehen. Ich meine, in welchem Knast ist es erlaubt, so eine Russenmütze zu tragen? Wo ist es überhaupt erlaubt, überhaupt seinen Hut zu tragen? Also bei uns. Nicht mal in der Schule durftest du seine Mütze tragen. Ja, ich durfte das. Ich hatte so Sonderberechtigung. Ihr müsst wissen, der Nier ist sehr speziell, ja? Also egal welche Jahreszeit, der hat immer so eine Winterkappe an. Ja, das aber ist jetzt ein bisschen übertrieben. Man hat das gar nicht gemerkt manchmal, weil er das so lange an. Ich weiß nicht, hast du die auch beim Duschen angelegt? Ja, natürlich, das war dann meine Duschhaube war das dann gewesen. Da hatte halt doppelte Vorteil, das war immer gewaschen. Also nimmst du die Kappe? Ah. Nee, ich habe jetzt keine Kappe gemacht. Ich habe jetzt die ganze Zeit probiert, den blöden Hut wegzunehmen, aber man muss einfach auf den ersten Icon klicken. Genau, richtig. Du kannst sogar eine Sonnenbrille. Ja, ich hab's gesehen, im Knast mit einer Sonnenbrille. Ich stell's mir gerade vor, ey. Ja, das sieht geil aus, ich nehme den. Also ich habe meinen Charakter erstellt. Okay, alles klar. Ich bin jetzt wieder im Menü drin, ne? Yes, und dann müssen wir einfach wieder zurückgehen, ne? Genau, ins Menü und ich nehme an, wir müssen dann auf Spielen drücken, denke ich mal. Es gibt sogar Strafregister. Mhm. Und gegeneinander kann man auch kämpfen. Ich drücke jetzt mal auf Spielen. Okay, lass uns spielen, Mann. Okay, jetzt kann ich mir hier so ein Gefängnis auswählen. Ah, das ist ein Tutorial-Gefängnis. Nehmen wir dieses Precinct 17. Precinct ist das bei dir so? 17, ja. Ein Tutorial-Gefängnis nur für Einzelspieler. Also wir können da nicht zusammenspielen. Gibt's dieses optionale Gefängnislager für Missetäter ist der ideale Ort, um die Grundlagen zu lernen. Ja, aber das lassen wir, weil da kann man nur alleine spielen. Wo kann man zusammenspielen? Ah, hier beim nächsten, beim Center Perks 2.0. Siehst du das? Center Perks 2.0, ja. Steht oben rechts, entkomme allein oder mit anderen Spielern. Ah, cool. Nach einer absurden Anzahl an Ausbrüchen und einem verheerenden Bericht des Prüfungsausschusses beschlossen die Wärter von Center Perks, ihr geliebtes Gefängnis niederzureißen und eine sichere Version neu aufzubauen. Doch wie heißt das Sprichwort noch gleich? Manche lernen's nie. Okay, super. Oh, guck mal, rechts sehe ich sogar deinen Namen. Harry, du müsstest mich auch ganz rechts sehen. Aha. Im Spiel. Kann ich da irgendwas machen? Ich kann nur draufdrücken und
Nee, ja, okay, ich weiß gerade noch gar nicht. Sind das unsere Freunde, die da alle aufgelistet sind? Aber die haben das Spiel ja gar nicht installiert. Nee, das sind einfach nur Steam-Freunde, die da aufgelistet sind. Ach so. Ah, da kann ich jetzt mal so auf dich... Ah, ich habe mal auf dich geklickt. Ja, dann öffnet sich so ein Steam-Fenster. Das kannst du mit Escape wieder schließen. Ich denke... Ich denke fast, wir müssen unten auf neues Spiel mal drücken. Ich weiß jetzt nicht, ob wir gerade zusammen starten oder... Das werden wir ja gleich sehen, sonst machen wir das mal, oder? Ja. Dann drücken wir mal auf neues Spiel. Warte, geh mal zurück. Ja. Geh mal ganz unten rechts auf Durchsuchen. Spiele durchsuchen. Verbinde mit Server. Tatsächlich. Dann hat's da so Blood Raven 342. Das sind andere Steam-User wahrscheinlich. Ah, das Center Parks 2.0. Ich glaube, einer von uns muss schon mal ins Spiel reingehen und der andere muss nachjoinen. Okay, jetzt bin ich irgendwo reingegangen. Nein! Harry. Also ich gehe nochmal zurück. Raus. Ja, ist nicht so einfach, wenn man im Gefängnis so lange bleibt, wird man dumm, weißt du? Ja, das führt das irgendwie mit sich. Meine Lieben, was wollen wir denn machen, solange der endlich mal wieder zurück ins Menü schafft? Ein paar Fitnessübungen? Du wurdest aus dem Spiel geworfen. Wer? Ja. Ich? Du? Ja? Ah. Ja, die wollen halt keine Ausländer drin haben im Knast. Okay. Bist du schon wieder im Menü? Ich gehe jetzt wieder spielen rein, oder? Ich glaube, ich muss ein neues Spiel machen und du musst dann bei mir joinen. Weißt du, was du machen musst? Was muss ich denn machen? Es gibt da dieses Versus-Spiel-Modi. Ja, das ist, wenn man gegeneinander spielen will. Und wenn du da auf Lokal gehst... Ja. Also es ist wirklich nur gegeneinander. Ja, das ist nur gegeneinander, zusammen. Das ist was anderes, ja. Okay. Nee, also ich würde schon vorschlagen, ich tue jetzt mal ein neues Spiel starten. Ja. Centerpix 2.0, Layer. Warte, hier steht nochmal was. Tipps, folge dem gelben Pfeilen im Routinenbezug. Ah, das interessiert mich alles nicht. Wir werden das lernen. Insassen und Wärter gestalten. Da kannst du jeden einzelnen Wärter und das lassen wir alles noch so. Wir machen jetzt mal so einen Testdurchlauf, meine Lieben, um mal zu gucken, wie das Spiel so ist und so. Und andere Einstellungen können wir ja immer noch im Nachhinein dann vollziehen. Spielmodus lokal. Ah ja, guck mal hier, Spielmodus kann ich jetzt aussuchen. Öffentlich, privat, lokal. Nö, ich mach auf... Musik ist echt geil, Mann. Ja, die ist noch cool. Ich kann jetzt hier den Spielmodus aussuchen, entweder privat, öffentlich oder lokal. Ja. Aber lokal ist doch eigentlich nur im selben Netzwerk, ne? Ja. Und wenn ich öffentlich mache, können aber andere einfach dazu joinen. Da kannst du sie rauskicken. Und privat? Schau mal, privat. Ich glaube, ich muss privat machen, gell, bei uns. Ja. Was ist das? Nach Zufall. Wie die Leute aussehen. Ja, machen wir doch so. Ich tue jetzt mal das Spiel starten. Verbinde mit Server. Okay, es geht los. Ich bin gespannt. The Escapist 2. Und was muss ich jetzt tun? Kurz noch warten. Ich nehme mal an, rechts, wenn du auf Server suchen klickst oder so, müsstest du doch... Spiele durchsuchen. Guck mal, ob du da mich finden solltest, zufällig jetzt. Ich bin jetzt hier im Knast. Ja. Warte mal schnell, ich drücke jetzt mal auf Escape und guck mal, was ich jetzt mache. Ah, guck mal, Harry, let's play. Einladen, es funktioniert. Hast du jetzt eine Einladung bekommen? Oh. Shift und Tab. Yeah. Okay, ich werde reinkommen. Folge dem gelben Pfeil zu deiner nächsten Routine. Halte die Routinen ein, und um Aufmerksamkeit der Wärter zu meiden. Okay. Bist du schon im Spiel? Slit. Okay. Wir haben hier sogar einen Chat. Spiel jetzt privat. Harry ist dem Spiel beigetreten, steht bei mir hier. So, ich nehme jetzt meinen Spieler her. Ihr müsst wissen, der Harry, der spielt noch mit einem alten Windows 98, deswegen geht das bei dem nicht immer ganz so schnell. Ich bin auf XP, hä? Hast auf XP aufgerüstet. Ja, genau. Sauber. Jetzt konnte ich wegen dir nicht lesen, weil es zu schnell weg ist. Ja. Bist du im Spiel schon drin, ne? Yes. Okay, folge dem gelben Pfeil zu deiner nächsten Routine. Halte die Routinen ein, um auf die Aufmerksamkeit der Wärter, blablabla. Okay, alles klar, das versteht sich von selbst. Ich kann mich sogar hinsetzen, ne? Wo bist du? Im Knast. Was ist los? Jemand hat dich gesehen. Der Alarm ist losgegangen. Ich gehe mal schnell einfach in meine Kabine wieder rein. Wie kannst du interagieren, Der Wärter greift mich einfach an. Was geht denn hier ab? Ich bin tot. Die sind einfach da reingekommen und haben mich totgeschlagen. Ja, das ist... gar nichts gemacht. Du musst, glaube ich, wenn die alle auf den Hof gehen, kann dich jetzt abkühlen. Man tragt mich. Mich auch?
Wenn das Sicherheitslevel im Gefängnis 5 Sterne erreicht, geht das Gefängnis in die Verriegelung. Alle Gefangenen außerhalb ihrer Zellen werden in einer... Ey, es geht viel zu schnell, Mann. Ich Wenn ein Gefangener sagen. Dabei erwischt wird, gegen die Regeln zu verstoßen, wird in Einzelfall gesteckt. Spieler können ihre Zeit in Einzelhaft aussetzen oder Kartoffeln schälen um. Oh, scheiße, ey. Was läuft hier, Mann? Ey, was, bist du das da unten? Mit dem Kopfhörern? Ich hab Kopfhörer. Im Knast. Ich kann Kartoffeln schälen, hast du gesehen. Kartoffeln schälen, warte mal schnell. Oh, wie geht das? Ah, jetzt. Wie Q, musst du immer E und Q drücken. Bei Kartoffeln schälen. Ey, warte, der Alarm geht schon wieder. Freizeit dient zum Erlernen von... das geht viel zu schnell weg. So schnell kann man das gar nicht lesen. Ja. Soll ich dich freilassen? Ja, lass mich... wie bist du rausgekommen? Keine Ahnung. Du musst E drücken bei deiner Tür. Der Polizist, der Bulle kommt. Mit E tut man interagieren. Oh nein. Nein. Ja, jetzt verstehe ich. QE, ich verstehe es. Wo bist du? Ganz unten links, der Bulle hat mich noch nicht gesehen. Okay. Ach du Scheiße, war das knapp. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Kevin hier oben, der heißt einfach Kevin. Aber jetzt kommt der Bulle. Scheiße, der kommt zu mir. Warte schnell, der sieht mich nicht. Ich bin hier. Scheiße. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehe, Mann. Was sagt der? Nia, was machst du da drin? Ich will wieder nicht. Wo bist du? Ich bin hier unten, ich bin noch am Abbauen. Ich glaube, du darfst jetzt laufen. Solange es hier... Was hat er gesagt? Wachmann Wittkomp. So langweilig. Aha, ja. Okay, komm mal mit. Weg da, Harry Jordan. Harry Jordan, raus da. Hinsetzen. Nein. Also geh mir mal hier raus. Du sollst nicht da drin sein, Nia. Hi Jordan, was machst du da drin? Ja, wir müssen hier raus. Also unser Ziel hier ist, wir müssen... aus dem Knast ausbrechen. Wir müssen einen Weg finden, hier rauszubrechen. Oh, das ist ein schöner Park. Oh Mann. Aber da kann man nichts machen. Hier, schau mal. Wo bist du denn? Da. Ey, der will Problem, siehst du? Der mit Mausrufezeichen. Komm, wir schlagen den kaputt, Mann. Wie machst du schlagen? Der ist mega stark, mit der Maus. Mit der Maus? Ey, helf mir, Mann, der bricht mich nicht. Scheiße, ich hab das Spiel ausgeblendet. Wie komme ich jetzt wieder? Hier. Nein, der Wärter kommt. Ziel erledigt. Man darf sich wahrscheinlich nicht prügeln. Schau mal, der Wärter sagt, der hat ihn. Ey, jetzt schlägt er mich. Problem. Nein. Sie können nicht wählen. Komm, jetzt 2 gegen 1, Mann. Also komm, den schaffen wir, Mann. Nein, wie stark ist der, Mann? Das ist der Nia. Ich schlage ihn und dann verpisst er sich. Ja, ich hab dir geholfen. Ja. Ist weggerannt. Bist du. Hast's verdient. Ich bin in der Krankenstation. Wenn die Gesundheit eines Charakters 0 erreicht, bringen sie einen Sanitäter auf die Krankenstation. Im Bett zu bleiben, füllt deine Gesundheit schnell komplett auf. Das ist ein Krankenwärter hier. Das ist, genau, die Blauen sind die Krankenwärter. Okay. Du mit Sonnenbrille und so. So voll am Chill. So geil. Kann ich jemanden in den Krankenhaus schlagen? Hey, geh du! Oh, Scheiße, das ist ja du! Tut mir leid. Nein, jetzt bring mich doch nicht schon wieder um. Mann, ich will den hier schlagen. Jetzt bist du selber schuld. Ich hau hier ab, Mann. Geh mir weg, ey. Okay, warte mal. Hier ist ein Ausrufezeichen. Ich will mal wissen, was da ist. Komm ich nicht rein, oder? Wo bist du? Der Alarm ist los. Was ist los? Was hast du gemacht? Ich habe nichts gemacht. Aber wir müssen dahin, wo der gelbe Pfeil ist. Das ist, wenn der Alarm losgeht, müssen wir dahin, wo der gelbe Pfeil ist. Folge am besten den anderen Häftlingen. Ja, immer. Das macht man ja immer. Es ist gerade Essenszeit, deswegen. So. Weil wenn du das nicht machst, Pult öffnen, Pult aufheben. Du musst hier Essen holen. Man hat auch so Hunger und so. Belohnung 100 Münzen, wenn ich etwas nehme. Schon komisch, wie der Protenator denkt, dass der Abfallbeseitigungsjob ihn zu etwas Besseren macht. Was wirst du also tun? Annehmen. Wer hat diesen Müll gekocht? Es ist gerade Essenszeit. Ich glaube, du bekommst hier so einen Job, wo du machen kannst. Körper plündern. Also da ist ein kaputter. Du kannst andere Häftlinge, wenn sie am Boden liegen, kannst du plündern. Also sie ausrauben. Sind zu viele. Darfst dich aber nicht erwischen lassen, weil die Wärter greifen dich dann an. Inventar nutzen, wähle. Es ist noch viel Information auf einmal. Ja, ich lieg hier bewusstlos am Boden. Wo bist du? Jetzt hat mich ein Wärter. Kann ich dich eigentlich tragen? Das weiß ich nicht, aber mich hat gerade so ein... Ja, ist gut. Ich habe immer noch das Tablett in der Hand. Kann ich das auch irgendwie wieder zurückgeben? Aber wir müssen da, wo der Pfeil ist. Harry. Ja, kein Problem. Kein Problem, Harry. So.
Ich habe immer noch das Tablett in der Hand. Wie rennst du schnell? Rennst du normal oder? Nö, wir sind gleich schnell. Ah ja, schau. Ist so geil mit dieser Brille. Und BAM! jetzt kannst du blinden damit E. Mit E. Ah, jetzt hab ich's schon. Ich hab Farbe und alles mögliche. Was machst du? Ich mach den Drecksjob und du klappst, oder? Ja, sicher. Ich kann nochmal. Der heißt Ash. Den hätte ich gern geplündert. Was ist das hier? Ah, hier ist Besucher für Besucher. Weißt du, da können uns die... Das ist unsere Familie. Wenn du keinen Job hast, musst du das Jobbüro besuchen. Ah, das Reden mit dem Jobbüro-Personal wird mit Geld belohnt. Bewirb dich. Ach, das geht so schnell. So schnell kann doch kein Mensch lesen. Okay. Jetzt habe ich gar nichts mitbekommen, was sie wollte. Ich setze mich doch mal hin. Ja, genau, komm. Also. Alle guten Dinge sind 2 oder 3. Genau, alle guten Dinge sind 2. Es kommt keiner mehr. Wir gehen den einfachen Arsch vorbei. Ja, egal, gut, lassen wir es mal. Wie wird das Arbeitsamt. Ehrlich, hier ist gelb. Was gelb? Gelb, es war gelb. Also, ich sag da etwas. Schau mal, siehst du den? Ah, tatsächlich, wir müssen trotzdem noch irgendwas machen. Vielleicht müssen wir warten. Ja, vielleicht müssen wir ein Ticket ziehen, zu meinem Job bekommen. Ja, jetzt geht einfach. Ah, bist du. Ja, easy. Job, bam! Ah, der Ash wieder, der sucht Probleme, schau mal. Na, ich würde ein bisschen aufpassen, weil, wie viele Sterne hast du? Oh. Wo sieht man das denn überhaupt? Ah, ich habe 0. Das ist so ein bisschen Sternchen? Wie bei GTA. Warte schon, da steht Kündigung bei mir unten rechts. Hast du da auch so Meldungen? Lass Protenator den Abfallbeseitigungsjob verlieren. Ah, das sind Aufträge. Ja, aber... Wir müssen zum gelben Pfeil. Wo ist denn der? Ah, unten. Weil ich will den Ash gleich hier. Der Ash. Komm her. Ich fand dich. Nein. Hier ist Fitnesscenter. Okay. Das Training an verschiedenen Geräten im Fitnessstudio. Oh, Leute. Kann man das nicht mal warte, ich will mal schnell gucken, ob ich das einstellen kann hier. Das geht doch gar nicht. Jetzt habe ich was beendet. Hilfeoptionen. Wie man spielt. Einstellungen. Nee, kann man nicht einstellen. Naja, okay. Ich bin im Krankenhaus. Kommst du nicht kurz, besuchen? Leute, mein Handy hat sich gerade. Der. Wie sagt man der? Die Krankenpflege. Hat mich gerade aufs Bett getan und dann hat er gesagt, raus hier. Eieiei. Also jetzt suche ich mal den Nia. Spacke. So, Leute, ich bin wieder zurück. Tut mir leid, ich musste ganz, ganz kurz ans Handy. Das war was Wichtiges gewesen. Der US-amerikanische Präsident Donald Trump hat sich gerade bei mir gemeldet. Ja, gut. Okay. Was ist denn das hier? Ist das das Klo oder? Ah, das sind die Duschen. Gemeinschaftsduschen, Leute. Lass die Seife nicht fallen, mein Freund. Lass die Seife. Ich habe einen Pinsel in der Hand. Sonst kommt er hier von hinten und dann reibt er dich ein. Ah, Leute, seht euch mein Buddy an. Der ist durchtrainiert. Da ist ein Polizist, der sagt: Geh, Harry Jordan, ich hab dich mit Liebe überschüttet. Ich hab einen halben Stern. Wieso das denn? Ich auch. Ich verstehe noch nicht, wie das Spiel geht. Ich finde das Spiel cool, aber ich weiß nicht, um was es geht. Ja, das ist voll extrem durcheinander jetzt gerade am Anfang. Das ist aber auch, weil wir das Tutorial nicht gemacht haben. Weil du das Tutorial nicht gemacht hast. Also, wir brauchen einfach noch ein bisschen Zeit. Also, schauen wir mal, was wir hier tun können. Wo bist du überhaupt, Mann? Ich bin hier oben links am Duschen. Oben links. Ja, das wird immer gut. Du musst nicht zu mir kommen. Ich bin am Duschen, Junge. Was Harry Jordan als Routine verpasst hat. Und oben rechts steht noch im Chat, was so passiert ist. Wir müssen links. Alter. Nee, oben links. Tut mir leid, ja. Wir müssen hier nach unten. Siehst du es? Hier gibt es 2 Stockwerke. Ich glaube, umso länger du draußen bist, umso mehr Sterne jetzt bekommst du. Ja, und das ist, wie gesagt, so ein bisschen wie bei GTA. Und ich glaube, du musst ein bisschen... Abendbrotzeit. Ich glaube, ich bin am Maus. Ah, ich bin jetzt da bei diesem Arbeitscenter eingebrochen. Ich kann ja überhaupt gar nicht. Aha. Nee, das ist Magazin, das ist was anderes. Wo bist du eingebrochen? Hier, weißt du, dort, wo die Assis uns nicht angenommen haben wegen dem Job? Da bist du eingebrochen. Ja. Ja, easy. Ich kann dir sogar einen Job geben jetzt, wenn du willst. Du brichst da ein und tust die Jobs verteilen, ne? Dann möchte ich einmal bitte in der Küche von McDonald's arbeiten. Ja. Kannst du auch ohne Bewerbung hängen. Bist du jetzt immer noch da oben? Oh, ich kann die Flucht nur noch alleine schaffen. Hä, wieso das? Was steht da? Harry Jordan, ich sehe dasselbe, wo der redet, weil die Routine verpasst hat. Ah, siehst du? Ich habe die Routine verpasst und jetzt verstecke ich mich. Und jetzt bekomme ich mehr Sterne. Aber die suchen dich ja in der Zeit, weil du nicht mehr bei der Routine da bist. Genau. Ne? Und jetzt sehe ich schon die roten Köpfe. Ah, ey, wenn du mit der Maus oben links gehst zu den Nachrichten, dann kommt die Nachricht. Dann kannst du die auch lesen. Okay. Also ich lese mal vor, was bei mir steht kurz.
Harry Jordan hat die Routine verpasst, Sicherheitslevel gesenkt. Sicherheitslevel erhöht, weil Harry Jordan die Routine verpasst hat, hä? Okay, verstehe, okay. Sicherheitslevel erhöht? Ja. Ah, okay, cool. Ah, sind nur kurz. Sicherheitslevel erhöht, weil Harry Jordan die Routine verpasst hat. Ja, geile Sache. Ich verstehe langsam, wie das läuft. So, also, und wo ist die Zeit? Oh, jetzt. Die Zeit ist oben rechts bei der Minimap. Ah, jetzt bin ich bei diesem Jobbüro wieder. Ich bin auch da. Sicher? Bist du? Warte, wo bist du? Ah, warte kurz. Geh, setz dich hin. So, sie haben sich beworben, Herr Nia, als YouTuber hier, Let's Player. Bist du hier, leider scheiße. Bist du hier einfach reingebrochen? Ja. Aua, ich komm da gar nicht rein. Wie hast du das geschafft? Ja, ich komm zu dir, was? Zeig dir den super geheimen Eingang. Kommst du bitte? Hier ist der Job. Wenn du zu spät kommst, hast du genau. Ich hab schon den Malerpinsel in der Hand. So, siehst du, jetzt habe ich hier mein Büro. Kurz, ne? Ah, das ist ja nicht eingebrochen. Guck mal, hier ist irgendwie so ein Sensor. Ja. Und der piept. Siehst du, wenn du unten links gehst unter diesen Hand, ja, dann kannst du auf diese 1. Ja, ich weiß, das ist das Inventar. Ja, und ich glaube, wenn du dort metallische Dinge hast, könnte es sein, dass es hier dann piep, piep, piep macht. Ich habe so einen Farbeimer in der Hand. Macht das jetzt auch piep, piep, piep? Nö. Okay. Vielleicht ist er aus Plastik. Kannst du diesen Farbeimer auswählen? Also ich habe zumindest einen Pinsel und einen Farbeimer. Kann man das irgendwie... Ah, schau mal. Oh nee, tut mir leid, wollte ich nicht. Scheiße. Siehst du auf das Herz? Geh mal auf das Herz, klick auf... Ah, die Lebensanzeige erhöht sich wieder. Also regeneriert. Von alleine, ja. Und ich finde das eklig, wenn jemand neben mich sitzt. Also, wenn du jetzt auf das Herz klickst, ja? Ja. Mhm. Kommt doch dieses Profil. Ja. Oh, kein Scheiß. Und dann, was denken die Leute, ey? Dann steht Harry Jordan, Job unbeschäftigt, Zeit im Gefängnis ein Tag. Mhm, Geld, okay. 10 Münzen. Ich glaube, wir müssen uns so wie schau mal, ich konnte jetzt... Ich habe mich jetzt angezogen. Hast du gesehen? Nö, du hast immer noch dieselben Kleider an. Ich konnte etwas anziehen. So ein... warte. Häftlingskleidung nehmen. Du bist nackt. Okay. Ah, so kommst du vielleicht durch dieses Tor. Ja, nee, unsere Kleider, die tun ja gar keinen Alarm auslösen. Was wollte ich sagen? Siehst du jetzt so Fitness, Verstand, Alarmierung? Okay, was zu den Einstellungen? Ausdauer, Alarmierung. Das ist, wenn du Waffen oder so hast, das ist auch noch cool. Stärke, Fitness, Verstand. Geh mal nochmal zu den Einstellungen. Jupp. Und dann oben rechts hast du so ein Buch, Tagebuch. Jupp. Und da siehst du wieder den Text. Siehst du schon komisch, wie Protenator denkt, dass der Abfallbeseitigungsjob. Bei mir steht gar nichts da drin. Ah. Ist nur für dich wahrscheinlich. Ah, lass Protenator den Abfallbeseitigungsjob verlieren. Also, ich glaube, wir müssen so Missionen annehmen und denen, also den Missionen nachgehen und entweder Geld verdienen. Wieso kann ich nicht so diese schöne Farbe? Achtung. Ich heiße nicht Hausmeister. Aha. Okay. Harry, ganz kurz unterbrechen. Komm nochmal mit, warte, folge mir. Hat er ein Problem mit mir? Warte. Ah, ne. Ich will den jetzt nicht angreifen. Hab ich schon. Die mit den Schlagstücken, die sind schon um einiges stärker. Ich würde jetzt trotzdem sagen, wir sind schon bei einer halben Stunde angekommen. Also, Harry, ich würde fast sagen, wir sind bei einer halben Stunde angekommen. Und wir sehen uns beim nächsten Part von... Genau, richtig. Escapist 2. Ich hoffe, ich hatte... Ich bin auf meiner Hütte, Mann. Okay, tut mir leid, ich gehe gerade in meine Zelle wieder. Wir sind Zellennachbarn, Junge. Okay. Ich hoffe, wir werden nicht... Mein Klo ist undicht hier, das Wasser läuft. Wie Nier pinkelt, das ist unglaublich. Er hat eine Toilette und verpasst alles. Jetzt könnt ihr auch noch gucken, wie ich... Nee, geht nicht, oder? Was willst du? Ah, egal, ich wollte meine Kleider ausziehen. Schau mal, links. Okay. Also machen wir das einfach für euch. Schau mal kurz. Nee, komm, ich glaub, ist egal. Klar, es macht Spaß, Bibliothek zu verwüsten, aber tut das nicht nochmal. Hm. Achtung, der Polizist geht nie. Der will das wieder antreten eigentlich. Aber okay, trotzdem Leute. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich hoffe, euch hat auch der Part mit Harry gefallen. Wenn ja, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Checkt auf jeden Fall auch Harrys Kanal ab. Oha, was geht los? Und ich kann es kaum erwarten bis zum nächsten Part. Richtig. Da versteckt sich einer in deiner Zelle. Wir können gar nicht den Part richtig beenden. Ja. Okay, so Leute. Wie gesagt, ich schlaf schon. Da kommt ein Hund! Nee, da kann ich nicht rein! Verpiss dich! Ja, sicher! Quick Escape! Nein, komm zu mir! Nein!
Okay, meine Lieben, nochmal, also ich wünsche auf jeden Fall einen schönen Abend, haltet die Ohren steif und genau. Jemand in der Zelle. Und auf jeden Fall schaltet auch zum nächsten Part von Escapist 2 ein, okay, und ciao.